WDR Zeitzeichen. Stichtag heute. 5. Juni 1771. Der Geburtstag von Ernst August, König von Hannover. Ernst August von Hannover. Aus Deutschlands ältestem Adelsgeschlecht. Ein Welfe. Ist das nicht der, der gegen den Pavillon auf der Expo gepinkelt hat? Pinkelprinz. Der diverse Male handgreiflich wurde? Prügelprinz. Gegen Journalisten, zuletzt gegen Polizisten? Prinz Ernst August von Hannover, der Punk unter den Blaublütern. Aber um den geht es heute gar nicht, sondern um seinen wie viel Uhr vor dem Großvater kommen da eigentlich? Jetzt müsste ich die Generationen durchzählen. Und dabei blickt der Historiker Jörg Lampe ganz konzentriert. Also er ist, glaube ich, dreifacher Urenkel. Und weil Jörg Lampe über die Geschichte Hannovers promoviert hat, hat er sich nicht verzählt. Es geht um den Urgroßvater des heutigen Ernst August von Hannover. Ob man das nun zum Anlass nehmen soll, psychologische Bemerkungen über Familienähnlichkeiten zu machen, weiß ich nicht. Heute vor 250 Jahren wird dieser Ur-Ur-Urgroßvater des heutigen Prinzen geboren. Er wird als ewig gestriger König die noch junge Verfassung Hannovers abschaffen. Er war ein erzkonservativer Knochen. 7 Professoren, darunter die Brüder Grimm, aber auch zahlreiche Bürger des Königreichs Hannover werden dagegen protestieren. Ja, ja. Wer war aber dieser Ernst August? Wenn man Ernst Augusts Leben insgesamt betrachtet, muss man sagen, man kann 4 Leben an sich ansehen. 4 Leben? Als Mitglied dieser großen Familie, als Offizier, als jemand, der versucht, in England Politik zu machen und als König von Hannover zum Schluss. Also zunächst die Familie. Gehen wir auf eine Party. Eine Party am 4. Juni 1771 in London. Geburtstagsempfang für Georg III., seine Majestät König von England. Dessen Gemahlin, die hochschwangere Charlotte von Mecklenburg-Strelitz, feiert mit. Doch dann muss sie plötzlich das Fest verlassen. Am nächsten Morgen um 5 Uhr, also heute vor 250 Jahren, bringt sie Ernst August im Buckingham Palace zur Welt. Die Königin hat Routine im Gebären. 15 Kinder, 9 Söhne und 6 Töchter hat das Paar. Papa Georg III. Entstammt dem Geschlecht der Welfen, genauer gesagt dem Haus Hannover. Er regiert nicht nur als König von Großbritannien und Irland. Er ist in Personalunion zugleich Kurfürst von Braunschweig-Lüneburg. Nach dem Wiener Kongress, also ab 1815, darf er sich sogar als König von Hannover bezeichnen. Das Haus Hannover ist, nun ja, eine ziemlich schreckliche Familie. Eine große Familie, eine dysfunktionale Familie in vielem. Alle sind sich gegenseitig spinnefeind und gönnen sich keinen Zacken in der Krone. Es herrscht Neid und Missgunst. Und ein dauernder Kampf der Einzelnen um eine Rolle in dieser Familie. Denn eine Rolle hat nur einer, der Thronfolger. Ernst August hat da zunächst keine Chance. Deshalb muss für Ernst August eine andere Aufgabe her. Ernst August als Offizier. Eine militärische Karriere ist für einen Blaublütigen eine angemessene Beschäftigung. Meiner Meinung nach ist das Leben eines Soldaten das Beste und Schönste in der Welt, schreibt Ernst August selbst. Er ist ein Kavallerieoffizier gewesen, der auch in den Kriegen im Zuge der Französischen Revolution 1793-94 in den Niederlanden zweimal ziemlich verletzt wird. Ein schneidiger Kerl. Ich kenne fast alle hübschen Mädchen der Stadt. Als Hannover von den Truppen Napoleons befreit wird, darf er als Vertreter des Hauses Hannover glamourös vom Balkon winken. Ich habe nur das Wohlergehen des Landes im Auge und bin bestrebt, es für dich und unsere Familie zu erhalten, schreibt er seinem Bruder, der bald als Wilhelm IV. König von England und in Personalunion König von Hannover wird. Auf Ernst August wartet
Sein drittes Leben. Ernst August als Politiker. Ernst August wird als Sohn des Königs von England ganz automatisch mit Titeln und Würden bedacht. Duke of Cumberland and Teviotdale, Earl of Armagh. Als solcher sitzt er im britischen Oberhaus und macht sich auch dort bald als Blockierer von längst fälligen Reformen einen Namen. Die liberale Presse hasst ihn dafür. Die Rolle in der Presse von Ernst August, in der englischen Presse, war nicht gut. Skandalnachrichten kursieren bald über ihn. Da gibt es eine seltsame Geschichte in seinem Haus. Jemand dringt in das Schlafgemach von Ernst August ein. Er spürt plötzlich einen scharfen Gegenstand an seinem Hals. Wehrt sich, wird dabei auch verletzt an Hand und Fingern und Daumen, ruft nach Hilfe, ein Kammerdiener kommt. Der Attentäter, ein Bediensteter, flieht, schließt sich in sein Zimmer ein und begeht Selbstmord. In der Presse damals ist aber immer spekuliert worden, er habe den umgebracht, bewusst. Auch Ernst Augusts Ehe wird Ziel des Spotts. Es gab eine richtige Schmutzkampagne. So wird kolportiert, Ernst August betrüge seine Frau. Und es kommt wieder zum Selbstmord, nämlich eines Mannes, von dem gesagt wurde, Ernst August habe mit dessen Frau eine Beziehung gehabt. Für mich ist es unerklärlich, wie jemand, der es sich leisten kann, ohne Staatsamt zu leben, in einem Land wie England eines erstrebt, wo jede Erpresserzeitung mit einem Schlagen den Ruf eines Mannes vernichten kann. So vergeht die Zeit. Zeit, in der auch Deutschland sich verändert. Das Königreich Hannover gehört mittlerweile zum Deutschen Bund. In immer mehr Mitgliedstaaten dieses Bundes kämpfen Bürger für eine Verfassung. So auch in Hannover. 1833 tritt diese in Kraft. Sie schreibt fest, wie die Ständeversammlung zusammengesetzt ist. Der Vorläufer des Parlaments. Sie regelt auch das Wahlrecht für diese Ständeversammlung. Das ist bei weitem noch kein allgemeines Wahlrecht. Und über ein Frauenwahlrecht reden wir hier sowieso noch lange nicht. Es ist keine besonders liberale Verfassung, aber immerhin eine. Pressefreiheit ist überhaupt noch nicht garantiert. Grundrechte gibt es nur im Ansatz in dieser Verfassung. Ernst August guckt sich das aus der Ferne an. So eine Verfassung ist nichts für einen Aristokraten wie ihn. Das Staatsgrundgesetz habe ich mit sehr großer Aufmerksamkeit gelesen. Es ist nicht so schlecht wie in anderen Staaten, aber es enthält vieles, dem ich nicht zustimmen kann. 1837 stirbt Georg IV. Und der Thron des Vereinigten Königreiches geht an die Tochter eines Bruders von Ernst August. Queen Victoria wird dem viktorianischen Zeitalter ihren Namen geben. Aber sie kann nicht Königin von Hannover werden. Weil hier die männliche Erbfolge Vorrang hat. Damit endet die über 123 Jahre währende Personalunion zwischen dem englischen und dem Hannoveraner Thron. Und es schlägt die Stunde von Ernst August. Ernst August als König von Hannover. Der Vorsehung hat es gefallen, mich auf den Thron meiner Väter zu berufen. Mit Jubel wird er empfangen. Die Monarchen haben im Bürgertum, im Adel sowieso, noch einen traditionellen Vertrauensvorschuss. Den aber wird Ernst August innerhalb kürzester Zeit verspielen. Er erlässt ein Patent, dass er den vorgesehenen Eid auf die Verfassung nicht leisten werde, weil er der Ansicht ist, dass sie dem Land nicht gut tue. Indem das Glück und die Wohlfahrt des Volkes das Ziel unserer Bestrebungen ist, haben wir die Überzeugung gewinnen müssen, dass in vielen Punkten das Staatsgrundgesetz unsere nur auf die Förderung des Wohles unserer getreuen Untertanen gerichteten Wünschen nicht entspreche. In Wahrheit entspricht es vor allem seinen Wünschen nicht. Im November 1837 hebt Ernst August die Verfassung des Landes auf. In der Universitätsstadt Göttingen, die zum Königreich Hannover gehört, formulieren Professoren ein Protestschreiben. Sie können nicht dulden, dass die Verfassung allein auf dem Wege der Macht zugrunde gehe.
Es unterschreiben Friedrich Christoph Dahlmann, der Historiker und Politikwissenschaftler und Hauptinitiator des Protestes. Jakob und Wilhelm Grimm, bekannt durch ihre sprachhistorischen Studien und die Märchensammlung. Wilhelm Eduard Albrecht, ein Jurist. Georg Gottfried Gervinus, ein weiterer Germanist. Heinrich Ewald, ein Theologe und ein Physiker. Wilhelm Eduard Weber. Als die Göttinger Sieben werden sie in die Geschichte eingehen. Sie waren mutig, zweifellos, weil sie damit rechnen mussten, dass dieser Protest beim König auf großen Widerstand und Unzufriedenheit stoßen würde. Ernst August schäumt vor Wut. Das ist ein starkes Stück. Und entscheidet sofort, die sieben Professoren werden entlassen. Drei von ihnen, Dahlmann, Jakob Grimm und Gervinus, werden sogar des Landes verwiesen. Das nächste Ausland war damals Kurhessen. Das begann schon kurz hinter der Werra in Witzenhausen. Dorthin begeben sich die drei Professoren und werden von rund 300 Studenten begeistert gefeiert. Sie sind damit zu Heroen des Bürgertums und zu Vorbildern des politischen Professors geworden. Und Ernst August? Er wähnt sich als Sieger. Bei einem Besuch in Berlin soll Ernst August an der Tafel laut gesagt haben: Professoren und Huren kann man überall für Geld bekommen. Das ist auch sein Kavalleristenhumor wohl gewesen, für den es noch andere Beispiele gäbe. Auch die Bürger in Hannover protestieren. Über die Ständeversammlung versuchen sie, Ernst Augusts Politik zu blockieren. Vergeblich. Der König sitzt am längeren Hebel. Als auch aus dem Deutschen Bund keine Hilfe kommt, verfällt das Land in Lethargie, aus der es erst 1848 wieder erwacht. Da gehen die Hannoveraner wieder auf die Straße und protestieren vor dem Palais des Königs. Und dann schickt er einen Kabinettsrat raus und fragt, was wollt ihr denn? Und dann sagen die so ein paar Sachen, darunter auch die Wiederherstellung der Verfassung. Ernst August, 77 Jahre alt, ist lustlos und müde. Soll das Volk doch haben, was es will. 3 Jahre später stirbt er. Ernst August, das Erbe. Georg der Fünfte heißt sein Sohn. Der übernimmt jetzt die Herrschaft in Hannover. Zugleich ruft er das Volk zu Spenden auf. Für ein Denkmal zu Ehren seines Papas. Welche Überraschung. Es kommt nicht besonders viel zusammen. Georg zahlt die Reiterstatue aus eigener Tasche und lässt trotzdem auf dem Granitsockel einmeißeln: Dem Landesvater sein treues Volk. Das Denkmal ist bis heute in Hannover beliebt als Treffpunkt. Für gewöhnlich verabredet man sich in Hannover unterm Schwanz. Gemeint ist der Schwanz des Pferdes. Wer obendrauf sitzt, ist irgendwie egal. Und hätte Ernst August nicht die Verfassung abgeschafft, hätten die Göttinger Sieben nicht protestiert, so wäre er heute vergessen, so der Historiker Jörg Lampe. Er wäre einer von gleichzeitig etwa 35 kleinen, etwas größeren und ganz kleinen Monarchen und Herrschern im Deutschen Bund, dessen 14 Regierungsjahre relativ bedeutungslos vorübergegangen wären. 1866 wird Hannover von Preußen annektiert. Ernst Augusts Sohn, Georg der Fünfte, geht ins Exil nach Österreich. Und seitdem haben die Welfen in Österreich Besitz, weswegen auch der gegenwärtig pressebekannte Ernst August jetzt in Österreich lebt. Ernst August! Also der Ernst August von Hannover, August, an den bei diesem Namen heute alle zuerst denken. Ernst August! Der Ur-Ur-Urenkel. Der derzeitige, der ja gerade vor einigen Tagen mal wieder verknackt worden ist in Österreich. Ernst August! Weil er sich mal wieder geprügelt hat. Ernst August! Liegt vielleicht in der Familie. Wir sehen uns. Mit Gitarre. Ja, ja. Unterm Schwanz. Ja. Im Zeitzeichen erinnerte Marco Rösseler an Ernst August, der heute vor 250 Jahren geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte. Zeitzeichen morgen über den Schriftsteller Gerhard Hauptmann. Zeitzeichen. Täglich morgens um 9:15 auf WDR 5.
und abends um 17:45 auf WDR 3. Und jederzeit hier im Netz. wdr.de